Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, willkommen in der Vorweihnachtswoche. Der Handel nach dem großen Hexensabbat geht in die letzte Runde sozusagen für dieses Jahr. Also hier auch das kleine Announcement, die Ankündigung. Bis zum Weihnachtstag oder bis zum 23. machen wir noch ganz normal die Webinare hier an dieser Stelle mit dem Blick in die morgendliche Runde. Ich würde, wenn es machbar ist, am, am Mittwoch gerne auch also ein bisschen auf Freestyle mixen. Das heißt, gerne auch die Einladung. Hier viele Wunschmärkte reinzubringen, um das mal zu schauen, was wichtig ist. Gerne auch Fragen zu stellen für das, was im nächsten Jahr so auf uns wartet. Also alles, was hier. Unseren Zuschauern auf den oder unter den Nägeln brennt, gerne auch mal zu besprechen. Im letzten Webinar hier 2020. Und dann starten wir durch ähm, nach dem Feiertag in, äh, oder zum 6. Januar. Machen wir dann weiter am 7. Januar ganz normal. Da kommen dann auch die großen Händler so langsam aus der Weihnachtszeit zurück. Das heißt. Das nutzen wir hier entsprechend, um dann auch wieder loszulegen. Heute allerdings der Blick ja, auf ein paar gemischte Sachen und ich sehe gerade, der Zufall wollte es so, es wird, es wird ein bisschen japanisch heute. US-Dollar, japanischer Yen, britischer Pfund. Ähm, Japanischer Yen und der Nikkei, den hatte ich hier oder das hatte ich hier gestern auf der Uhr. Äh, ja, dann kam es heute Morgen noch zu ein paar anderen Nachrichten, wo wir einfach mal ein bisschen was anderes noch mit schauen auf der Nachrichtenseite. Da gehen wir gleich drauf. Dann ähm, starten wir hier durch. Zunächst mit dem Risikohinweis. Ich sehe gerade, hier ist auch noch ein bisschen was verrutscht. Hier, einen kurzen Augenblick. Ähm, das heißt, der Risikohinweis ganz klar. Wir müssen natürlich schauen auf das, was hier im Risk Advisor steht. Das heißt, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das bitte ich natürlich wie immer auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. So, dann hätten wir das und ich würde sagen, ähm, wir machen weiter mit dem Blick auf die Nachricht. Und da sind wir heute verdammt flott durch an dieser Stelle. Wir sehen es. Ähm, es ist nicht wirklich viel hier. Aus China haben wir bekommen die Loan Prime Rate, also den Zinssatz, den die Banken ähm, verlangen. Ja, gut, da gab es jetzt keine Änderung. Steht bei 385 Punkt aus die Maus. Das ist jetzt nichts, was den Markt an dieser Stelle entsprechend auch großartig bewegt. Aber an dieser Stelle natürlich wie immer auch noch ein bisschen was rundherum. Und das, ähm, was wir sozusagen heute rundherum erfahren, ja, hat was zu tun mit Covid-19, hat was zu tun mit dem Brexit und das hat natürlich etwas zu tun ähm, mit äh, dem Thema des Hilfspaketes in den USA. Also einiges hier an dieser Stelle, was wir haben, und das Ganze müssen wir natürlich auch in irgendeiner Weise mit verfrühstücken. Das heißt, wir fangen einfach mal ähm, von vorne an. Und zwar Nummer eins: das Thema mit der Virusmutation, die wir hier an dieser Stelle haben, ähm, wo wir momentan starke Fälle oder einige Fälle in Großbritannien sehen. Das hat natürlich dazu geführt, dass entsprechend zunächst erstmal äh, ja, der Reiseverkehr wieder massiv beeinflusst. Wird aber auch der Warenhandelsverkehr ähm, sehr, sehr stark unter Druck gerät. Und das ist natürlich äußerst ungünstig für die britische Wirtschaft. Dann sieht das jetzt tatsächlich so aus ähm, an dieser Stelle, dass wir hier natürlich auch massive Einschränkungen für das Thema oder mit dem Thema Brexit zu erwarten haben. Das heißt, was wir hier an dieser Stelle heute und jetzt sehen, ist halt einfach auch das Thema, dass viele Unternehmen in Großbritannien weiterhin eine extrem hohe Unsicherheit haben, weil es immer noch, ja, keinen, keinen Deal gibt. Das heißt, das Risiko für einen ungeregelten Brexit ist momentan weiterhin sehr, sehr hoch und die Unternehmen wissen nicht, wie sie sich so richtig vorbereiten sollen. Und das hat natürlich... Deutlich negative Auswirkungen. Es wird an der einen Stelle natürlich nicht investiert, auf der anderen Seite ähm, hier an dieser Stelle müssen wir sehen, dass wir ganz klar auch den Arbeitsmarkt mit im Blick haben. Weil ein Unternehmen, das nicht weiß, wie es weitergeht, wird auf alle Fälle auch da an dieser Stellschraube weiterdrehen. Das heißt, es werden keine neuen Jobs geschaffen. Ja? Vielleicht der ein oder andere Vertrag deswegen nicht verlängert. Also das ist eine Sache, die ist schon extrem, extrem stark ähm, belastend für die Wirtschaft in Großbritannien. Und das wirkt sich natürlich immer auch auf die entsprechende Währungs Seite aus. Also. Da müssen wir mal drauf schauen. Das müssen wir so ein bisschen im Auge haben. Das nächste, was ist, das Thema Covid-19, das trifft jetzt natürlich auch so ein bisschen ähm, den, äh, den deutschen Markt an dieser Stelle. Natürlich ähm, hat das durch diese ganzen Grenzschließungen, durch die, durch die Briten, durch den Brexit alles Mögliche. Das spielt der Markt natürlich zur Markteröffnung heute relativ negativ, weit über 1% im Minus aktuell. Ähm, der DAX aufgrund dieser Situation, da tritt so ein bisschen die guten Nachrichten aus den USA zurück und dann natürlich noch etwas, das man auch äh, an dieser Stelle immer wieder hat, das sind die Diskussionen in Deutschland ähm, beispielsweise, wie wir sie aktuell wieder haben, ähm, zum Thema Impfstoff. Es sind nur 400.000 Dosen angeblich erst einmal da. Das reicht natürlich nicht für alle. Da werden erstmal Prioritäten geschaffen. Ja, da gibt es Dinge, da wird darüber diskutiert. Und das andere ähm, ist so etwas, äh, das sehen wir momentan auch, dass wir hier in Deutschland Diskussionen bekommen. Und zwar eine Anla also eine Abgabe äh, für das Thema Onlinehandel, wo man einfach auch sagen muss, okay, natürlich, man kann diesen Ansatz verstehen. Man möchte damit sozusagen der Geschäftswelt in den, äh, in den Innenstädten etwas unter die Arme greifen. Aber jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind ein Unternehmen, Unternehmer von mir aus auf dem Lande oder ein Unternehmer, der einen, einen Job in der Stadt hat, ein Geschäft und zusätzlich den Onlinehandel handel beträgt und damit natürlich an dieser Stelle auch den Onlinehandel handel mit treffen. Und was passiert dann? Sie haben schon zu kämpfen mit ihrem eigenen Ladengeschäft und dann müssen sie jetzt auch noch eine Abgabe auf die Pakete, die verschickt wird, sozusagen zahlen. Das sind halt alles so Sachen, wo man sagt, muss so eine Diskussion jetzt kommt. Aber die Diskussion ist da, wir sehen, was der Markt daraus macht und damit müssen wir uns als Händler natürlich auch arrangieren und das Ganze voranbringen in unserem Trading. Das heißt, unser, unser Trading sozusagen adaptieren an das, was gerade gespielt wird. Und damit schauen wir mal noch in die USA. Da kam heute Nacht äh, über die Ticker, äh, dass sich äh, die, äh, die entsprechenden Entscheider in den USA, äh, sozusagen die Demokraten und die Republikaner, haben sich dazu, ja, Durchgerungen. Sie haben sich auf ein neues Hilfspaket in Höhe von 900 Milliarden US-Dollar ähm, geeinigt. Das ist ein Anfang. Das wird auch gleichzeitig gesagt, dass unter beiden dann natürlich das Ganze noch erweitert wird. Aber das ist so ein bisschen auch ein Durchatmen an dieser Stelle, denn ähm, mit diesem Geld wird klammen Unternehmen geholfen. Das Thema ähm, der Stütze für die Arbeitslosen wird auch wieder aufgenommen. Es wird 300 äh, US-Dollar pro Woche Zahlung an die Arbeitslosen geben. Und wir wissen ja, dass der Arbeitsmarkt in den USA aktuell wieder extrem Angespannt ist ähm, und äh, das Ganze. Muss man an dieser Stelle wirklich auch sehen, es wird gebraucht. Ne? Wir haben letzte Woche 850.000 äh, Neuanmeldungen bei den Arbeitslosen ähm, gehabt. Da sieht man, wie groß der Druck auch entsprechend ist. Und dann wird es noch äh, sozusagen so eine Art Konsumchecks geben für die etwas ärmere äh, Gesellschaft. Und das ist mittlerweile auch eine wachsende Gesellschaft, über 11 Prozent mittlerweile ähm, äh, geht in diese Riege rein. Da gibt es natürlich auch die Konsumchecks, das alles, um die Wirtschaft entsprechend zu stützen. Also da ist einiges gemacht. Und dann noch ein weiterer Punkt, der auch sehr, sehr willkommen aufgenommen wird, ist das Thema der Zwangsräumung. Das heißt, Klammer, Unternehmen bzw. jemand, der seine Miete durch Covid-19 jetzt nicht zahlen konnte, der wird nicht gleich zwangsgeräumt. Das ganze Thema wurde auch erstmal aufgeschoben. Also das ist eine gute Nachricht für ähm, die Bürger in den USA, für die Unternehmen in den USA und auch für, sage ich mal, ich denke auch das Thema Konsum in den USA. Das äh, könnte durchaus heute doch wohl an den Märkten aufgenommen werden. Gesonnen muss man schauen, was da so ein bisschen passiert und das Ganze hier mit ein bisschen aufzubringen. Also, das Thema haben wir auf alle Fälle mit da und ähm, das Ganze beleuchten wir jetzt natürlich hier an diesen Stellen auf, äh, ja, sag ich mal, dem Detail in etwas. Das heißt, wir schalten jetzt mal rüber. <laughs> sozusagen in die Charts, das heißt wir machen jetzt ganz klassisch die Besprechung hier innerhalb der Charts. Ich schalte gleich auch noch mal auf dem Stream hier in Zoom um, dass das Bild auch klar übertragen wird vom Chart. Dass man das gleich gut sehen kann und dann, wie schon gesagt, wer den ein oder anderen Wunschmarkt hat, bitte einfach rein, damit ich sehe gerade hier auch schon eine Information beispielsweise zum Ölfeld erstmal zurück. Ähm, keine Ahnung, warum. Es ist eine ganz klassische Korrektur. Ja, das ist auch etwas, ähm, wo ich an dieser Stelle einfach mal kurz sagen möchte: Sucht nicht immer nur nach Gründen. Ja? es ist manchmal so. Natürlich man findet für jedes Ereignis einen Grund, aber ähm, ich habe es mittlerweile aufgegeben, für alles und jeden Gründe zu suchen. Nur weil man ein bisschen was korrigiert oder es eine Gegenbewegung gibt. Lasst uns da lieber nach Setups schauen, bevor wir hier die Gründe suchen. Ähm, die Gründe, wenn es wirklich tragende Gründe sind, kommen die allein zu uns. Und ansonsten, ja, da wird halt irgendwas gesucht, was irgendwo passt. Ja, das merkt man halt. Die Gründe werden komischerweise immer erst hinterher gesucht und gefunden. Ähm, für uns ist es doch viel wichtiger, dass wir uns sinnvoll vorbereiten. Und wir haben gesehen, der Ölpreis ist stark gestiegen. Jetzt kommt er halt mal ein bisschen zurück. So, what? Es ist halt wie es ist. Wir können ja mal ganz kurz schauen äh, hier auf das Öl. Guckt euch das mal an. Ähm, das ist jetzt der Stuhl chart vom Öl natürlich da gab es einen richtig dollen Knall nach unten, wenn wir uns das Ganze aber mal auf tagesbasis anschauen wollen und wir einfach hier im Öl mal sehen, ähm, wo wir hergekommen sind und wir einfach auch mal sehen hier im etwas größeren Bilde, was da entsprechend passiert ist, ähm, da müssen wir einfach konstatieren, wir haben einen Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend ist halt einfach mal ja ein bisschen in seiner Bewegung gelaufen äh, und und jetzt entsprechend hier, schaut es euch einfach mal an. Also, ich meine, das hier ist, ist, ist der große Aufwärtstrend, das Bild, was wir hier an dieser Stelle haben. Sozusagen, das hier ne, ist rangekommen. Jetzt sind wir hier weit gelaufen in die Bewegung. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen untergeordneten Aufwärtstrend am Laufen. Das ist sozusagen der Bewegungsarm, der letzte große hier an dieser Stelle. Ähm, und der ist jetzt hier hochgelaufen. Und Guys, es ist doch überhaupt kein Problem. An diesem Trend wird sich erstmal nichts ändern. Schaut mal, wir haben hier unten locker Platz in die Korrektur rein, bis. In die 4820, das ist hier auch dieses Kauflevel, was wir haben. Das ist halt so, ja. Damit müssen wir leben. Und das ist halt immer auch der Punkt. Das ist jetzt ein bisschen edukativ, den ich merke, ähm, aus, der, aus dem Ausbildungsbereich, den ich auch immer mache, ähm, gerade die Händler, wo das Nervenkostüm äh, noch nicht äh, gefestigt genug sind, die werden bei sowas immer unruhig, geben dann die Positionen her äh, und gucken dann zu, wie der Markt wieder hochläuft, weil sie dann Angst haben, wieder einzusteigen. Setzt euch bitte mit den Trends auseinander. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und lernt damit umzugehen. Ja? Und wer hier an diesem stellen, immer wieder unruhig wird, bitte passt einfach eure Handelsstrategien an. Wer da Informationen oder Hilfe braucht, kommt auf mich zu. Ich helfe da sehr, sehr gerne. Das ist sozusagen auch eines meiner Anliegen. Aber wir sehen jetzt hier eine klassische Korrektur. Ne? Und wenn wir uns das Ganze mal im Kurzfristbereich anschauen wollen, hier beispielsweise im WTI und wir schauen einfach mal in die Stunde rein, ich raff's mal hier auch etwas zusammen. Dann sehen wir jetzt ganz klar, dass das letzte Große, was hier so schön nach oben geschwungen ist, ja, einfach auch hier die Korrektur zu sehen ist. Ne? Also an dieser Stelle einfach hier. Das ist das Aufwärtstrendige, was wir hier nach oben schön gehabt haben. Und jetzt ist der Trend da oben halt ein bisschen müde geworden äh, und mit, das Down -Gap, mit dem Downgap hier nach unten ähm, sozusagen gebrochen worden, weil wir einfach unter dieses letzte Zwischentief hier unten drunter gefallen sind. Das ist dieses hier. Und da hatten wir halt auch diesen, diesen Kaufbereich auf Stundenbasis. Hier die Marke von etwas über 51 Dollar. So, jetzt haben wir das Ganze. Und was sehen wir noch? Wir sehen ganz klar an dieser Stelle, hier ist erst einmal, wo wir hier stehen, erst einmal ein Supportbereich. Äh, etwas unter der Marke von 50,40 Dollar in diesem Drehbereich rum. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich in den Abwärtstrend reingehen sollten, falls es hier einen kleineren Abwärtstrend gibt, dann haben wir als planbare Anlaufpunkte hier halt ganz klassisch diese Zwischentiefs, die wir, die wir an dieser Stelle haben. Also hier dieses Zwischentief, da meine ich, und dann halt auch das hier unten. Die sind halt da. Die können wir zur Korrektur mit anplanen und dann müssen wir halt einfach zuschauen, was hier wird. Und das öffnet jetzt natürlich die Chancen für den Korrekturhandel, wenn wir tatsächlich tiefer reinfallen. Und ansonsten ist alles gut. Man muss sich halt an dieser Stelle einfach mal die Frage stellen, auch wenn man nach, wenn man Nachrichten sieht. Ähm, hat das Ganze, was wir jetzt hier sehen, denn eine Grundlage auf wirtschaftlicher Sicht? Hat sich über Nacht quasi die gesamte wirtschaftliche Lage äh, so dramatisch geändert, dass wir hier brutale Abverkäufe sehen werden? Ich bin der Meinung, nein. Und gerade das auch mit dem Thema Stimuluspaket. Vielleicht hat der Markt hier nur irgendwas eingepreist, was jetzt geliefert wurde, und da kommt es zu Gewinnmitnahmen. Das sehen wir ja auch immer. Also hier an dieser Stelle, ich sage da immer. Cool bleiben, wir sind richtig fett in den Gewinn gelaufen und nur weil es mal ein Stück zurückgeht, da darf man als Händler nicht unruhig werden. So, wir, so viel, jetzt mal kurz zum Öl ähm, und damit, ja, ganz klar machen wir weiter, beziehungsweise ähm, schließt der DAX äh, in den kommenden Stunden das Gap äh, von heute, ist noch eine Frage. Ja, wir schauen uns den DAX auch gleich nochmal an. Zuvor, allerdings gehen wir. In die Währungen mal ein bisschen rein. Und hier zunächst der Blick in den Yen. Wer den Blog des Research am Sonntag schon gelesen hat, der wird schon wissen, worauf ich jetzt hinaus möchte. Zunächst erst einmal, wir haben hier auf der Uhr den 4-Stunden-Chart, aber ich möchte an dieser Stelle zunächst erstmal in das ganz große Bild reingehen. Das heißt, hier entsprechend den Wochenchart mal miteinander zu besprechen. Und da sehen wir ganz klassisch, ganz klar: wir haben hier einen Wochenchart, der massiv abwärts gerichtet ist. Ja, auch in den letzten Wochen haben wir hier einen deutlichen Abgabedruck gesehen an dieser Stelle und das ist halt jetzt ganz klar von der Verortung her wieder mal erneut der Bereich hier unten rum um diesen Support. Wir sehen, dieser Support, den wir hier hinten haben, der ist schon etwas älter. Das kommt aus dem Jahr 2016. Dieses Tief hier unten, das wurde hier schon mal getestet im Januar diesen Jahres. Da sind wir drunter gespiked und dann sofort wieder nach oben gelaufen und jetzt sehen wir, dass der Markt wieder rumdreht und dort Stück für Stück nach unten läuft und wir halt dieses ganz, ganz, ganz große abfallende bild nach unten hin natürlich weiter auch betreiben das heißt hier an dieser stelle gerne auch noch mal das ganze skizziert wie das übergeordnete ganz ganz große bild ist wohlgemerkt wir sprechen hier jetzt gerade äh, über den äh, wochentrend ja das ist nicht der tagestrend sondern das ist das riesige bild und da sehen wir ganz klar, wie wir immer wieder die fallenden Hochs haben. Und dann kommen halt Stück für Stück auch mal fallende Tiefs dazu. Und jetzt haben wir sozusagen hier diesen starken Schub nach unten. Und dieser starke Schub nach unten hat halt hier an dieser Stelle dazu geführt, dass wir hier auch im kleinen Bereich den, den Abwärtsdruck sehen. Wir sehen hier immer weiter fallende Hochkurse, immer weiter fallende Tiefkurse. Und hier unten um diesen Support, ähm, da spitzt sich die Lage jetzt so ein bisschen zu. Das heißt hier. Dieses letzte Stück ist da wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Und hier werden halt jetzt zwei Szenarien opportun. Das heißt natürlich zum einen, ähm, der Test dieses Supports hier unten kann natürlich auch wieder zu so einer deutlich grünen Wochenkerze führen, wie wir sie hier an dieser Stelle auch gesehen haben und nach oben laufen. Da ist natürlich dann die Frage, bis wohin. Das schauen wir uns gleich in den untergeordneten Zeiteinheiten an. Und zum anderen natürlich das Thema Bruch. Des Ganzen. Das heißt, wenn tatsächlich der Markt hier unten drunter läuft, das heißt, hier unten drunter durchbrechen, wo sind denn da die Anlaufpunkte oder die Anlaufmarken auf der Unterseite? Und da müssen wir ganz klar sagen, sollten wir hier direkt unter das Wochentief von letzter Woche fallen, da ist der erste kleine Anlaufpunkt hier das Spike Low, das heißt, das aktuelle Jahrestief um die Marke von 101,18 und dann hier drüben, schaut mal, da ist dann der größere Support um das Level von äh, 100. 30, das ist hier etwas, das wir im Jahr 2016 definitiv mehrfach getestet hatten und dann kam gab es zu gab es so diesem starken, starken Schub nach oben. Das ist etwas, das ist wirklich interessanterweise zu sehen hier an dieser Stelle und das ist der Weg, den wir hier nach unten definitiv mit auf der Uhr haben und damit schalten wir mal rüber. Entsprechend in zumindest zunächst den Tageschart und dann mache ich das Bild hier an dieser Stelle mal ein bisschen größer, weil das, was uns jetzt interessiert, ist natürlich ganz klar ähm, die Sache hier, der letzte Druck, also das aktuell trendige, was wir hier im Tageschart nach unten auch mit drinnen haben, wo wir sehen, der Markt läuft hier wirklich sehr, sehr schön nach unten auch hier. Quasi nochmal gezeigt, das ist der größere Abwärtsdruck von oben. Ne? Und dann sehen wir hier an dieser Stelle jetzt natürlich auch den aktuellen Abwärtstrend am Laufen. Der läuft auf Tagesbasis genauso äh, wie in den untergeordneten Zeiteinheiten. Und das ist einfach das hier. Schaut mal hier, das war die initiale Abwärtsbewegung nach dem starken Schub nach oben. Dann haben wir hier die Korrektur gesehen, die lief rein bis in das Level um die 104,75. Und jetzt sind wir hier in die weite Bewegung reingelaufen bis hier ähm, ins Low. Was was wir hier gehabt haben unter der Marke von 103 und jetzt gehen wir hier halt in die Korrektur rein und da stellt sich jetzt tatsächlich die Frage wie kann es denn hier weitergehen? Denn wir sehen ja, wenn wir hier auf diesen letzten Schub eine Korrektur bekommen und wir tatsächlich über das Tageshoch vom Freitag drüber laufen, ebnet sich auf Blick vom Tag natürlich erst einmal der Weg nach oben. Und die Marker, die wir dann im Anlauf haben für die korrektive Phase, die haben wir natürlich hier oben liegen. Ähm, auf der größeren Basis, die größeren Schwunglevel, die wir hier haben, das wäre mal da oben die 104, 55 bzw. 58 hier und hier oben das Zwischenhoch die 104 ähm, 75. Also hier 104. 58 und hier oben die 104,75. Das wäre mal ein wirklich weiter Schwung nach oben. Das kann natürlich an dieser Stelle hier jederzeit mitkommen. Deswegen brauchen wir für die Planung der Korrektur hier auch den Schub oben rein in den Tageschart, damit wir reingehen können sollen. Wer das Ganze jetzt an dieser Stelle im Kurzfristbereich traden möchte, der schaut mit mir jetzt mal näher auf den 4-Stunden-Chart. Und das ist natürlich das, was dann tatsächlich interessant wird. Denn hier mit Blick in die 4 Stunden. Rein, sehen wir natürlich zunächst erstmal auch diesen Abwärtsschub, den wir hier haben. Und wir sehen halt dort, wo ich diese blaue Linie ähm, ge ge gezeichnet habe, also hier an dieser Stelle in diesem Bereich, das hier ist ein, na jetzt komm schon her hier, jetzt haben wir es hier, das ist ein Widerstandslevel. Wir sehen es dran, hoch, drunter, hoch wieder runter, dran runter. Wenn wir das jetzt wegnehmen, bildet sich hier ein kleiner Aufwärtstrend. Da wird das, was hier in den roten Linien ist, das wird dann grün und dieser Aufwärtstrend, der hat dann tatsächlich das Potenzial auch deutlich weiter nach oben mitzulaufen und das sind dann halt die Marker, die wir hier an dieser Stelle haben. Also dann hätten wir nämlich hier sehr sehr schön die Situation, dass wir hier aus der Sage ich mal, Gegenbewegung, einen Trend machen und dieser Trend hat dann hier ganz klar die Anlaufpunkte auf der Oberseite. Und da können wir uns schön orientieren hier an den kleinen, von mir Magenta-Farben äh, markierten äh, Zwischenhochs um die Marke von 103,92 und 104,15 auf dem Weg nach oben hin zu 104,58 bzw. 104,75, die wir uns aus dem Tageschart rausgenommen haben. Einmal dürfen wir allerdings hier nicht. Nicht vergessen die trendige Gegenbewegung, die wir hier dann sehen. Also, wenn der Markt tatsächlich hier oben drüber schnäpst, also über die 103,60 drüber läuft, das ist dann die Initiierung der Gegenbewegung. Das heißt, das ist nur die Korrektur dieses ganz, ganz großen Bildes, was wir haben. Denn wir sehen, der Tag ist abwärts gerichtet, die Woche ist abwärts gerichtet und wenn jetzt die vier Stunden aufwärts laufen, ist das lediglich die Korrektur. Die hat durchaus Potenzial, Korrekturhandel, gerade im kurzfristigen Bereich, kann sich lohnen. Wir sehen es schön, der Schub oben rein, aber wir müssen auch immer im Hinterkopf haben, sobald das Ganze rumdreht. Müssen wir sehen, was hier auf der Unterseite passiert? Und da haben wir nämlich deutlich Potenzial auch. Das haben wir ja gerade im großen Bilde auch gesehen. So, dann wechseln wir mal jetzt rüber äh, zum Währungspaar: britisches Pfund, japanisches Yen. Ne? Und das baut sich jetzt hier Stück für Stück auch alles wieder auf. Das heißt, hier machen wir mal den nächsten Chart: britisches Pfund, japanisches Yen. Und schauen uns das Ganze hier noch einmal an. Also hier neues Chartfenster rein. Zack, zack, da haben wir es. Hier ist er oben drauf. Ich schalte das mal schnell noch in den passiven Modus. Das macht sich für die Chartanalyse hier ein bisschen besser. Zack, okay, haben wir. Ja, und was sehen wir hier im britischen Fund japanischen Yen? Bitte auch erstmal den Blick in den Tageschart und hier haben wir eine sehr, sehr interessante Verordnung. Hier, wir sehen es auch hier. Hier gab es einen kräftigen Knall nach unten. Wir haben auf der Oberseite hier ein, ein ganz schön ordentliches Widerstandslevel und unten drunter sind wir jetzt hier in einem Bereich eingetreten, der definitiv mal ein Kaufbereich gewesen ist. Und wir werden jetzt sehen, ob es dieser Kaufbereich bleibt oder aber nicht. Denn das ist hier jetzt Sehr, sehr entscheidend, denn äh, wenn wir uns das Trendige hier an dieser Stelle einfach mal anschauen wollen, wir sind natürlich trendig oben reingelaufen. Ja, das heißt, hier ähm, der britische Fund japanische Yen ist hier deutlich nach oben gelaufen. Wir sind hier unten vom Jahrestief bzw. vom September-Tief gekommen, haben dann eine schöne Steigerung hingelegt, korrigiert und haben dann einen Aufwärtstrend gebildet. Und diese Aufwärtstrendbildung, ja, die läuft hier. Hin und her, das sehen wir, da kommt der Markt nicht richtig voran. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Trading Range und diese Unterseite der Trading Range verläuft hier im Bereich um die 137,50, also hier ganz grob dieser Bereich rum. Und wenn das jetzt nach unten durchbrochen wird, dann müssen wir uns hier ganz klar auf die Unterseite stellen und das ist jetzt wirklich das Interessante, was hier kommt. Schaut mal, da haben wir dieses kleine Level unten dran, was hier auch das Kauflevel gewesen ist und dann können wir uns schon zu den Unterseiten orientieren. Zu den zwinglos die wir hier dann haben und das sind doch einige Marker die wir hier auf der Uhr mit haben nach unten hin und das ganze schauen wir uns jetzt kurz noch mit entsprechend den Linien ein. Das heißt, wenn es hier weiter nach unten geht, dann ganz klar erst einmal das Tief, das Wochentief von vor zwei Wochen, was wir hier unten haben, also diese Marke, die ich hier ge gezeigt habe, so ganz grob äh, um das Level von ähm, 136,78 und dann können wir uns weiter nach unten orientieren, hier an den Swing unten ran, grob die Marke 135,10 bzw. hier das Zwischentief aus dieser Abwärtssequenz, die wir hier gehabt haben, ganz grob die Marke 134,40 in etwa. Ja, und dann können wir uns noch weiter nach unten orientieren. Hier unten rein. Das sind die Level, die wir da haben. Und wenn ich den Tageschart mal ganz kurz ähm, mit reinziehe, dann sehen wir auch, was da draus werden kann. Denn aus dieser ersten ähm, initiierten Sequenz nach oben, wo wir hier so schön nach oben gelaufen sind, ähm, das wird jetzt natürlich hochinteressant. Denn wenn wir dieses Level hier auch rausnehmen, also unter die 134, 40 drunter fallen, ach, da muss man dann wirklich überlegen, wie es weitergehen kann. Dann öffnet sich nämlich doch nach unten hin der Weg deutlich zur Unterseite. Denn wenn wir einfach mal schauen, das, was wir hier jetzt hatten, das war sozusagen oder ist die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben. Die ist jetzt erst einmal zunächst zumindest hier. Etwas nach unten, etwas angeschlagen. Ne? Wir haben hier ein tieferes Hoch, sind wieder oben abgeprallt. Und da stellt sich jetzt dann tatsächlich die Frage, was wird denn jetzt damit? Denn aus rein technischer Sicht hier, schaut euch das mal an, das ist jetzt das ganz, ganz Große, was wir dann auch auf der Woche sehen. Dieser massive, langanhaltende Aufwärtstrend, den wir hier haben, trendet auch hier nach oben. Und wenn dieses Level jetzt die 137,50 komplett rausgenommen wird, dann ist natürlich wirklich die Gefahr da, dass wir hier einen Abwärtstrend bekommen der sich dann trendig nach unten bewegen kann und dann kommen wir halt darauf hin, wo das aktuelle Zwischentief hier gewesen ist aus September 2020 und das haben wir hier um die Marke von 133 stehen da ist viel Potenzial zur unterseite was man durchaus mit raufnehmen kann aus dieser ganzen Geschichte das wird sehr sehr interessant was hier passiert. Und dann ist das Ganze ganz klar, das ist halt initiiert durch die ganze Geschichte, die wir hier mitbekommen haben, ähm, dass äh, sozusagen hier das Fund deutlich schwächer reagiert durch natürlich jetzt Covid-19, durch das ganze Brexit-Thema. Das ist halt ein schwieriges. Und das kann man durchaus mit auf der Uhr haben. Und wer es im kleinen traden möchte, schaut mal einfach ganz kurz hier in den Verlauf der Stunde rein. Da haben wir hier auch dieses Gap, aber diese Gaps hin und her. Was ist ein Gap? Das Gap ist nichts anderes. Also, wenn der Markt jetzt durchgelaufen wäre, sozusagen. Ähm, ist nichts anderes als eine Fortsetzung äh, eines, eines Trends und zwar einen sehr, sehr starken Trend. Also, das heißt, wir haben jetzt hier in der Stunde den Abwärtstrend ähm, und da ist jetzt halt die Frage, wie geht es weiter? Hier oben in diesem Bereich um die 138, 30, 32 haben wir das Zwischenhoch. Das heißt, wir können hier ganz normal eine Korrektur sehen bis dahin und dann den Weg nach unten. Sollten wir hier allerdings den Schub nach oben bekommen, hier hin oben drauf über dieses Zwischenhoch, dann haben wir schon die Chance, zunächst erstmal hier oben reinzulaufen Richtung. Gap Close, aber das bitte nicht zwangsweise immer auf der Uhr haben, weil wir haben hier einfach nur einen Abwärtstrend am Laufen und wenn die Märkte über, übers Wochenende nicht zugewesen wären, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht zu so einer Kurslücke gekommen, sondern dann hätten wir einfach nur den Schub nach unten gesehen und fertig ist. Ohne eine Lücke. Und dann bezeichnet oder dann schaut man auf so einen Chart ganz anders drauf. Das ist allerdings nicht sinnvoll. Das ist einfach jetzt die Bewegung nach unten. Die Sequenz ist da, der Abwärtstrend ist da, aber an dieser Stelle sei bitte auch gesagt: die Range ist die Range und wir haben es gesehen. Wir sind hier unter die Range drunter gelaufen, deutlich nach oben, hier unter die Range drunter gelaufen, deutlich nach oben. Jetzt wird sich entscheiden, ob wir direkt runterlaufen oder wieder nach oben drehen. Und von unten dann die Oberseite annehmen. Da muss man einfach hinschauen, was passiert. Und diejenigen, die sich das in ganz, ganz kleinem Bild anschauen möchten, die schauen einfach hier unten am Tagestief, was dort passiert. Der Markt zuckt ja gerade wie verrückt. Hier gehen wir mal in die fünf Minuten rein. Da sehen wir auch den großen Abwärtstrend am Laufen. Fallen wir unten drunter unter dieses Tief, was wir drüben haben, ähm, wo ich es gerade reingezogen habe. Moment, ich muss das Ganze etwas kleiner raffen hier an dieser Stelle. Also hier, das war das Tief, was wir unten gerade im Chart gesehen haben. Ähm, bis dahin ist ist erstmal Luft Das ist dann Fortsetzung des Abwärtstrends müssen wir einfach schauen was kommt hier auf der Stunde Also das ist sozusagen das tief hier unten 137 39. wieso sehe ich die Linie nicht Moment kurzen Augenblick. Im 5-Minuten-Chart. Ach, da unten nickt sie ja. Also hier, wenn wir hier unter dieses Level wirklich drunter fallen sollten, dann ist der Weg erstmal wirklich frei zur Unterseite. Und das ist dann genau der Punkt, den wir hier haben. Dann setzt sich dieser Abwärtstrend hier fort. Dann gab es gar keine Korrektur erst, sondern direkt drunter. Das wird sich dann zeigen. Und im Kleinen, wenn wir es halt schaffen, hier aus sozusagen oben drüber, über dieses Level drüber zu laufen, ja, dann haben wir halt hier. Sozusagen jetzt die korrektive Phase, die hier an dieser Stelle beginnt, also hier die Korrektur, dann eine Bewegung nach unten und das, was wir dann sehen, sollte es tatsächlich nach oben laufen, ist die Korrektur. Erster wichtiger Anlaufpunkt, den wir hier brauchen, ist mal ungefähr so dieses Level, was wir hier haben, das, was wir hier in etwa haben, das ist dann der erste Anlaufpunkt an dieser Stelle, das ist der erste, sage ich mal, Widerstand, den wir hier im kleinsten Bereich sehen. Und dieser kleinste Bereich, den wir dort sehen, das ist halt einfach hier das Verkaufslevel, als sich hier dieser Trend nach unten hin fortgesetzt hat. Ganz grob die Marke um die 137,85. Das zum britischen Pfund, japanischen Yen an dieser Stelle und damit machen wir mal kurz noch den Blick auf den Nikkei, den hatte ich natürlich auch mit auf der Uhr. Äh auch geschrieben im, ähm, sage ich mal, oder beziehungsweise angesagt heute Morgen in der Moderation, ist mir gestern im Research auch aufgefallen. Das war wirklich interessant. JP225 äh, ist hier entsprechend das Kürzel für diejenigen, die im Chart auch mitzeichnen äh, wollen, sozusagen. Ähm, und da müssen wir einfach jetzt mal drauf schauen, ähm, was hier wird. Interessant auch, dass wir hier den, ähm, den Chart äh, sozusagen, den kleineren Verlauf sehen, dass der Markt auch direkt wieder unten rauf dreht. Aber. Für mich an dieser Stelle ist jetzt erst einmal das ganz, ganz große Bild interessant. Und das große Bild, was wir hier an dieser Stelle interessanterweise sehen, sehen wir auf Tagesbasis. Und da sehen wir, wir wissen das ja, dass der Nikkei in den letzten Wochen doch deutlich aufwärts gerichtet gewesen ist. Wir müssen jetzt hier nur mal ganz kurz warten. Der Stereo-Trader gibt gerade keine Rückmeldung. So, jetzt haben wir hier wieder tickende Kurse. Und da sehen wir jetzt natürlich im Kurzfristigen natürlich, dass der Markt auch darauf reagiert, was wir gerade... Hier miteinander besprochen haben. Ähm, auf Tagesbasis ist es halt interessant, was wir sehen, denn wenn ich das mal kurz etwas zusammenraffe oder wir gehen mal ganz kurz für das ganz, ganz große Bild hier rein, schaut mal, die letzten Monate massiv nach oben und hier ähm, der November brutal nach oben gelaufen hier und jetzt der Dezember auch äh, sozusagen noch auf diesem ganz, ganz hohen Bereich. Wir sehen es hier die letzten Wochen extrem dynamisch und jetzt läuft das Ganze hier oben halt in, naja, sagen wir mal, eine Art Range, die wir hier haben, äh, wo die die tieferen Kurse von unten immer wieder zum Kauf genutzt wird. und das was wir hier momentan sehen ist natürlich diese extreme Unsicherheit die wir hier morgen haben oder am am heutigen Morgen haben an den Märkten aber im großen Gesamtbild laufen wir hier weiterhin in einer sehr sehr bullischen Phase und da ist es jetzt halt deswegen heute der Nikkei auch mal im Blick im Kurzfristbereich heute tatsächlich oder hier tatsächlich jetzt die Situation wie geht sich das Ganze aus? Was passiert? Denn wir sehen ja, wir haben auf der Oberseite ganz grob mal die Marke um die, was haben wir hier als hoch? Ganz grob, ähm, um die 26.970 Punkte äh, oder 60 Punkte hier oben. Das ist die Oberseite. Und dann haben wir hier unten das Tief grob bei äh, 26.296 Punkten. Da schwingen wir jetzt hin und her. Und da stellt sich jetzt die Frage. Wie löst sich das Ganze auf? Nach oben hin ist sozusagen viel, viel, viel Luft. Ja, also wenn wir hier Kauflaune bekommen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit gut, dass wir oben deutlich weitere Kurssteigerungen sehen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wenn die Range nach unten verlassen wird, wäre das dann eine, ein, ein, ein Verkaufssignaltrigger für eine kurzfristige Korrektur. Und da können wir uns dann zunächst schön an diesem kleinen Zwischentief hier unten um die äh, 25.415 Punkte Marke orientieren. Und was das Schöne halt ist, wir haben hier, schaut mal hier, das ist der letzte Bewegungsarm nach oben. Und wenn wir uns das mal ganz kurz im Stundentrend auch anschauen wollen, Moment, ich lösche aus dem Tageschart mal ganz kurz hier die Magentafarbene Markierung raus. Wenn ich sie treffe. Moment. So, löschen. Und dann hier oben rauf, das wieder runterziehen, hier oben ganz grob dran. Ähm, das interessante, was wir hier sehen, ist, dieser Schub, der hier von unten nach oben gekommen ist, sehr, sehr schön nach oben, der ist trendig verlaufen. Und das ist das Interessante. Wir haben dann natürlich auf der Unterseite durch diese ganze trendige Geschichte äh, die Chance, uns äh, von den Anlaufleveln an den Zwischentiefs zu orientieren. Ne? Und da haben wir hier unten dann zunächst dann einfach ein paar auch liegen, wo wir sehen, da hat der Markt sich nach oben geschwungen. Und da haben wir hier halt ein paar Level, die an dieser Stelle interessant sind. Und zwar ähm, sind das ganz klar hier diese Zwischentiefs. Also einmal hier hier in diesem Bereich um ganz grob 26177 Punkte. Dann haben wir hier dieses Mini-Low. Ich denke mal, das wird etwas sein, was nicht viel Aufhalt bringen wird. Um die 26.000, grob 100 Punkte Marke. Und dann hier unten an dieser Stelle natürlich noch der Auffang- und Wendebereich hier. Als wir im größeren Stil herumgedreht sind und aus diesem, sage ich mal, letzten Abwärtsschub, den wir hier gehabt haben. Wenn ich es mal kleiner raffe, können wir es ein bisschen besser sehen. Sozusagen ähm, hier dieses Level, als äh, die Korrektur sich über dieses wichtige über diesen wichtigen Bereich hier drüben geschoben hat, über die 25.880 Punkte Marke. Das ist natürlich interessant zu sehen hier. Also dieses Level, was wir da haben, da nach oben, wenn es tatsächlich da unten runter geht, das wäre dann Thema Korrekturplanung, was man durchaus, so ich mal, ohne weiteres mit reinnehmen kann. Und wo wir gerade dabei sind, schaut euch mal an, hier innerhalb der Range, dieser Bereich, in dem wir gerade schwanken, das war auch immer ein entscheidender Bereich. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier durch dieses Level nach unten durchfallen, also durch diese aktuelle Verortung, die wir hier sozusagen haben, haben wir die Chance, äh, etwas Abwärtsbewegung äh, zu traden. Und zwar genau dieses Bild hier aufskizziert, dann wäre es nämlich so, wenn wir hier da unten drunter durchfallen, also um diesen Schwungbereich äh, mal zu besprechen, da unten drunter, dann hätten wir hier mit Preisen unter 26.520 den Abwärtstrend da und das wäre dann wirklich das, wo wir dann die Fokussierung auf die tieferen Level mit reinnehmen können und dann wirklich, wie schon gesagt, hier diese Drehbereiche, wie wir sie unten drinnen haben, das sind dann die planbaren Anlauflevel, äh, die wir haben und das ist das, was wir hier als Trading-Ideen für die Unterseite durchaus auch mitnehmen können. Ja? Wir wissen ja nie, wie sich das Ganze heute entsprechend ausgeht. Dann hätten wir hier den japanischen Aktienindex auch besprochen und dann ja, schauen wir logischerweise einfach nochmal auf das, was wir hier an dieser Stelle haben im DAX. Ja? Unser Heimatindex, der ist ja ordentlich nach unten abgerutscht. Ähm, und wir sehen, wie stark diese Bewegung auf diese ganzen Nachrichten jetzt unter oder über Covid-19 auch sind. Das ist schon ganz schön heftig, was wir hier sehen heute Morgen auch an, an Korrektur. Wir sahen hier, es gab ein kleines Downgap zur Unterseite hin und das Ganze nach unten. Und wir haben ja hier ähm, an dieser Stelle die Frage, schließt äh, der DAX in äh, der kommenden Stunde das ähm, heutige Gap? Christian, ich habe da so meine Zweifel. <laughs> Ich sehe keinen Grund dafür, ähm, warum der DAX äh, aus diesem massiven Minus, man muss einfach mal sehen, wir sind hier oben gekommen. Der Schlusskurs vom Freitag, den haben wir gehabt bei 13.652 und wir stehen jetzt hier bei 13.340 momentan. Ja. Ich glaube nicht, äh, dass der DAX in der nächsten Stunde diese über 300 Punkte nach oben wieder wettmacht also nee glaube ich nicht da bin ich da bin ich nicht überzeugt davon weil die Nachricht die jetzt gekommen sind ist auch geprägt von großer Unsicherheit gerade diese Mutation wie sich das Ganze entwickelt. Man weiß nicht, ob davon schon was in Deutschland ist oder in Europa großartig krassiert, was man jetzt noch gar nicht kennt. Das heißt, das ist genau das große Maß an Unsicherheit, was wir hier an dieser Stelle haben. Und das spielt der Markt halt momentan. Ob wir nachmittags vielleicht rumdrehen, weil die Amis sich sagen, ist uns doch völlig wurscht, ja, was da in Europa schon wieder los ist. Wir freuen uns hier über unser Stimuluspaket. Ähm, wir wissen, was wir an COVID-19 selbst zu tun haben. Die Zahlen sind ja dort auch erschreckend. Und wenn dort heute Abend die Party losgeht oder heute Nachmittag über die Freude vom Stimuluspaket kann ja alles kommen. Ja, wir wissen ja nicht, wie die Hände reagieren. Dann könnte es durchaus sein, dass der Dax wieder nach oben schnäps. Denn auch das bitte auf der Uhr haben. Manchmal sind solche massiven Dinge nach unten einfach Übertreibung, die irgendwann wieder aufgelöst werden. Und da bitte auch den Blick suchen Nachrichten, wenn sie so kommen wie jetzt, es hat sich an der Gesamtsituation noch nichts geändert, ja? Und die Wissenschaftler sagen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit so ist, dass der Impfstoff, man weiß noch nichts genaues, aber das ist zumindest erstmal die aktuelle Lesweise, dass der Impfstoff auch gegen diese Mutation helfen soll, die jetzt auch da ist, weil diese Mutation soll wohl die gleichen Auswirkungen haben, nur etwas stärker ansteckend sein, ist das, was wir hier hören. Das sind natürlich die Dinge, die wir hier sehen. Und wenn man dann plötzlich merkt, na gut, es ist etwas ansteckender, aber die Symptome und ähnliches sind gleich und der Impfstoff wirkt auch, dann kann es ganz schnell dazu kommen, dass der Markt auch rumdreht und eine ganz, ganz andere Geschichte spielt. Und das ist dann halt das Thema, was wir hier sehen, dass wir hier aus aktueller Sicht wieder mal nur eine Korrektur. Der letzten Abwärtsbewegung sehen und die kann ja mal ohne weiteres bis unten reinlaufen hier in das Zwischentief hier etwas über die Marke von 13.000 Punkten. Und wenn wir uns da einfach mal den Stundenchart hier anschauen wollen, dann sehen wir halt an dieser Stelle ganz klar, die letzte Bewegung ist trendig nach oben gelaufen, die ist jetzt hier massiv rausgenommen worden. Wir haben natürlich auch einen Gegentrend, der ist auch aktiv, das sehen wir jetzt hier ähm, ganz klar. Wo wir auch momentan verortet sind hier, dieser Kaufbereich zu zwischen 13.380 und 13.400 Punkten, äh, 430 Punkten hier, das ist ein Kauflevel. Wenn wir hier direkt wieder Stärke reinbekommen, wird es interessant. Und aus aktueller Sicht wäre es jetzt halt dann wichtig, wenn es tatsächlich zu einer Umgebung, kommt, dass wir hier oben dieses Zwischenhoch etwas über 13515 Punkten wieder wegnehmen. Also, das ist wirklich sehr 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 interessant und wenn wir einfach mal schauen, wo dieses kleine Zwischentief hier jetzt gewesen ist, ist das auch ein sehr sehr interessanter Bereich, denn das ist genau der Bereich, wo wir unten umgedreht sind. Ja, ich skizziere das mal ganz kurz hier ins grüne rein. Schaut mal hier. Da sind wir im kleinen erstmal ein bisschen hochgelaufen. So. Dann hat er hier nochmal Luft geholt, der Markt, und dann sind wir hier über dieses wichtige Zwischenhoch drüber gelaufen. Das war nämlich genau das Korrekturhoch dieser kleinen Abwärtssequenz, die wir hier gesehen haben. Und das sind die Bereiche, wo man wirklich sehr, sehr schön lesen kann, was hier an dieser Stelle passiert. Und da haben wir halt hier halt auch das Thema gehabt, was so ein, naja, ich will es jetzt nicht übertrieben sagen, aber ähm, dass wir hier sozusagen eine, eine Art kleine SKS hatten und dieser magentafarbene Balken halt der große Kaufbereich gewesen ist und das ja ist halt genau das Bild, was wir hier an dieser Stelle haben, wo jetzt direkt hier wieder Kaufstärke reingekommen sind also die beiden Seiten sind hier offen ja, und wenn wir hier einen schnellen Richtungsumschwung bekommen sollten dann wird es jetzt natürlich erstmal interessant zu sehen, was passiert hier und da müssen wir uns auf diese letzte abwärtsbewegung setzen das ist jetzt interessant und das ist das wo man dann wiederum ins Kleinste reinschaut, denn hier an dieser Stelle hier unten haben wir das Tagestief hier unten gehabt von heute, so grob um die Marke von 13.311 Zählern hier unten. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz im Kleinen an. Und da sehen wir momentan nämlich noch den Abwärtstrend. Und lieber Christian, wenn du dich jetzt hier hinsetzen möchtest und überlegst, wie könnte denn eine Long-Geschichte ausschauen, ähm, eine Long-Geschichte, ganz klar, ganz klassisch, ganz einfach, ist zu sehen. Moment, wo ist das Zeichentool? Hier, ist folgendermaßen zu sehen. Wir haben jetzt hier ganz klassisch laufend den Abwärtstrend im 5-Minuten-Chart. Der lief dorthin. Moment, das wollte ich nicht haben. Ich wollte das haben. So, also hier, das war die Korrektur das hier ist die Bewegung, dann hatten wir hier wieder eine Korrektur, jetzt ging es hier nach unten und wenn wir jetzt sozusagen in den 5 Minuten etwas packen, das in irgendeiner Art und Weise so ausschaut wie das hier, dann wäre erstmal der 5 Minuten Trend rausgenommen, das wäre das erste Indiz dafür, dass der Markt wirklich hoch will und wenn wir dann weiter nach oben trenden, das sind dann genau die Marker, wenn wir dann hier oben äh, diesen wichtigen Punkt um die 13515 auch noch rausnehmen aus dem ganz größeren Bild das wäre dann das Zeichen, dass wir uns weiter nach oben orientieren können, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Das ist dieses Wendeszenario und das ist das, wo die Daytrading-Fraktion ja auch drauf schauen sollte, wenn wir hier tatsächlich eine Umkehr bekommen, wäre jetzt hier ein Aufwärtstrend in den fünf Minuten das erste kleine Indiz, dass wir dann die Oberseite suchen, wenn der Markt das obere spielen möchte. Aber bis wir hier oben reingelaufen sind, sozusagen hier, nein, wir gehen mal auf die Stunde, bevor wir nicht dieses Level hier oben rausgenommen haben, also bevor wir nicht hier über dieses Zwischenhoch drüber gelaufen sind, ist der Markt weiterhin im Abwärtstrend, das ist dann alles nur Korrektur und wenn wir hier drüber gelaufen sind, dann haben wir wieder die Aufwärtssequenz und dann haben wir Chancen weiter nach oben zu laufen. Bitte im Hinterkopf behalten, ja, also ich möchte an dieser Stelle nicht sagen, dass man jetzt nicht Long-Traden soll, bitte macht eure Setups und wenn wir im kleinsten rumdrehen nach oben, sind das gute Chancen, ja, dass wir auch das Hoch hier rausnehmen und dann nach oben laufen. Man muss aber immer im Hinterkopf haben. Solange wir hier unter diesem Zwischenhoch sind, sehen wir nur die Korrektur. Ne? Punkt. So, jetzt haben wir noch eine Frage zum US-Dollar türkischen Lira. Ne? Das schauen wir uns natürlich auch gleich noch an. Die Zeit nehmen wir hier. US-Dollar türkischer Lira. Hier, da ist es. Neues Chartfenster auf und auf geht's hier. So. Ach, herrlich, die Bewegung. Wahnsinn. Immer wieder schön. Danke für die Fragen. So, was haben wir? Wir haben hier einen Markt, der nicht mehr hoch will. So, ganz klar, wir sehen hier den Bruch dieser Aufwärtsphase durch diesen starken Schub. Ja, ganz klar, hier oben an dieser Stelle, an diesem ganz, ganz wichtigen Level hier. Diese Marke hier oben ist wirklich extrem wichtig, denn... Hier hat sich der kleine Schub nach unten stab initiiert, also initiiert, korrigiert und dann nach unten deutlich entwickelt. Also heißt an dieser Stelle, dieses Level hier oben die Marke von ungefähr 803 bis 805, das ist ein extrem wichtiges Widerstandslevel. Der Markt muss da oben drüber, dass er sich wieder nach oben initiieren kann. Danach sieht es momentan aber in keinster Art und Weise aus. Denn schaut mal hier, Bewegung nach unten. Tieferes Hoch aus der Korrektur nach oben, danach Bildung des Abwärtstrends. Das heißt, wir haben jetzt hier in der türkischen Lira ganz klar einen nicht wegzudiskutierenden Abwärtstrend. Und da kommt es jetzt drauf an, wie geht es hier unten in diesem Zwischentief weiter. Hier, dieses Low, was wir hier gehabt haben, ist genau verortet hier aus dem Ausbruch, aus dieser letzten Kontraktion hier drüben. Da ging es ja dann deutlich nach oben ab. Hier ist das Zwischentief. Und wenn wir das nach unten rausgenommen sehen, dann haben wir ganz klar den Verkauf dieses Kauflevels. Und dann müssen wir weiter uns nach unten sozusagen orientieren. Das heißt, jetzt sehen wir hier etwas an Korrektur laufen nach oben hin. Diese Korrektur kann sich ohne weiteres erstmal locker hier in diesem Trendentstehungsbereich um die Marke von knapp 7,75 ausdehnen. Wenn das natürlich noch weiter weggenommen wird, dann müssen wir hier mal in den kleineren Kursbereich reingehen. Dann können wir natürlich hier noch etwas nach oben hin mit planen. Das heißt hier, schaut mal oben rein, wir haben hier drüben das kleine Zwischenhoch bei, was haben wir? 8 knapp 20 und dann hier das Zwischenhoch, das Spike High und dieses Spike High hier oben um die Marke von grob 8,38. Ist hier in diesem starken Umkehrbereich. Also, wir haben da oben ein, ein paar Widerstände, wo die Korrektur durchaus reinlaufen könnte. Aber mit Blick auf den Tag ist der Markt hier abwärts gerichtet. Das heißt, das alles, was wir sehen, ist Korrektur. Wenn wir dieses Verkaufslevel um die 7,75 knapp rausnehmen, ebnet sich der Weg nach oben hin. Ja, auf die Marke von knapp 803 in etwa bis 805. Das ist erstmal da. Das ist die Korrektur dieses Armes. Und sollte der Markt das oben rausnehmen, ganz klar, dann haben wir oben noch ein paar Level. Aber solange wir weiter nur die Korrektur dieses Abwärtsarmes hier sehen, ist es nur Korrektur. Und sobald der Markt da nach unten wieder rumdreht, dann sehen wir die Sequenz nach unten fortgesetzt. Das ist dann der Start der neuen progressiven Phase in Richtung des blau markierten Abwärtstrends und damit ebnet sich der Weg nach unten schön die Planbarkeit Kurse unter 67 sind Fortsetzung dieses blau markierten Abwärtstrends nächster Anlaufpunkt ganz klar hier unten das Kauflevel um die Marke von knapp 7,50. so das hätten wir äh, dazu dann schaue ich jetzt noch mal ganz kurz rein ob wir noch ein paar Fragen haben sollten wir die nicht haben ja dann sage ich mal danke für heute. Ich sehe gerade Fragen, haben wir keine weiteren. Ich hoffe, es war kurzweilig und ich freue mich auf die ja, letzten Handelsstunden hier, äh, auch für mich und Sie hier in den Morgenbesprechungen für 2020. Ich sage danke fürs Zuschauen, empfehlen Sie uns weiter und schalten Sie auf alle Fälle morgen früh wieder ein, wenn wir um 8.30 Uhr hier die nächsten Trading-Ideen miteinander besprechen. Ich bin gespannt, wie sich der heutige Handelstag entwickelt, auch mit Blick auf die Indizes auch auf Öl und ja dann sage ich mal tschüss bis morgen bye bye